Ich grüße euch, meine Schäfchen. Friede sei mit euch und möge der Herr stets über euch wachen. Ich bin normalerweise nicht religiös, aber da wir uns jetzt für den Weg des Glaubens entschieden haben, werden wir uns auch ein klein wenig daran halten müssen. Friede sei mit ihnen. Eine kleine Anspielung an Star Trek. Landru. Jeder, der die Folge kennt, wird verstehen, was ich meine. Ja, wir machen hier nahtlos weiter. Ich lasse die Zeit gleich mal laufen. Die Sammelstelle können wir auch gleich besetzen. Der Kohlegenerator arbeitet, glaube ich, schon. Hier auch 6 bis 20. Ja, ich weiß, das sorgt für ein bisschen Unzufriedenheit. 12 Überstunden insgesamt, aber naja, was macht man nicht alles fürs Überleben, ne? Ich muss kurz schauen, hier kommen die 22 Arbeiter mit vorbei. Das ist in 11 Stunden. Und ihr bringt den Dampfkern und das Stahl. Den Stahl, nicht das Stahl. Ich hab's auch immer mit meiner Aussprache. Meine Güte. Ich habe 5 hungrige Leute bei 130 Nahrungsrationen. Ja, dann müsst ihr euch mal was holen gehen. Na, wie sieht's mit den Kranken aus? 4 Leute krank. Sind die alle in einer oder derselben Sanitätsstation? Ich glaube, ja. Müssten hier alle in einer und derselben Sanitätsstation sein. Hier sind nämlich 4 und hier sind keine Patienten. Dann kann ich hier die 5 Leute rausnehmen und die Sanitätsstation wieder auf Pause setzen. Das ist sehr, sehr cool. So, dann schauen wir mal, was wir machen können. Das Gesetzbuch will ich auf Cooldown halten. Ich gucke erstmal bei der Anpassung noch rein, was ich hier noch an wichtigen Sachen habe. Den Schnaps, ach, den hatten wir schon. Freudenhaus, das mache ich nur, wenn ich mehr Leute habe. Zusatzration für Kranke brauche ich nicht, weil ich nicht so viele Kranke habe. Da noch keine Leute sterben, brauche ich hier auch nichts von wegen Friedhof oder Leichenentsorgung. Und das Pflegeheim brauche ich nur, wenn ich schwer Kranke habe. Okay, dann heben wir uns das für später auf und wir gehen erstmal gleich beim Glauben weiter. Ich habe jetzt hier 2 verschiedene Wege. Einmal die Abendgebete. Gehen das mal ganz kurz durch. Wir werden uns treffen und gemeinsam beten, um nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Seelen zu erwärmen. 36 Stunden danach cool. Und neue Fähigkeit Abendgebete, die kann ich dann machen. Jeder Einsatz steigert die Hoffnung und mindert die Unzufriedenheit. Genau, kostet 20 Essensrationen. An Gebetsorten wird eine Abendandacht gehalten. Einwohner versammeln sich zum regen Austausch und gemeinsamen Beten. Unter den Teilnehmern werden Nahrungsmittel verteilt. Ach, das klingt doch alles so wunderschön. Aber wie wir so wissen, beim Glauben, alles hat irgendwo mal seine Haken. Also es fängt alles noch sehr, sehr gut an. Einige Londoner mögen den rechten Weg finden. Die Hoffnung steigt. Oder das zweite, was wir haben, Schreine. Da überlege ich, ob ich das zuerst mache. Die sind nämlich echt cool. Das Beten in Schreinen gibt den Einwohnern die Kraft, die sie für die tägliche Verrichtung ihrer mühseligen Arbeit benötigen. Sogar nur 18 Stunden cool, dann ist aber noch besser. Ich kann einen Schrein bauen, du musst 3 Schreine bauen, ja, das werde ich wohl machen müssen. Schreine, aber das ist das richtig Geniale daran. Schreine steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe arbeiten. Gut, das meinte ich nicht, ich meine das danach. Schreine steigern die Effizienz in nahegelegenen Arbeitsplätzen. Ich kann also noch mehr aus den Leuten rausholen, weil die einfach besser arbeiten wollen. Das heißt, ich werde die Schreine jetzt einführen und 3 Schreine muss ich bauen, die entsprechend gleich bei meinen Werkstätten bauen, damit die noch besser forschen und bei meinem Kohle- und Stahl Kombinat, sage ich mal, um da noch was rauszuholen. Das heißt, die Leute können einfach noch mehr leisten. Schreine werden die Leute daran erinnern, dass ihre Arbeit einem höheren Zweck dient. Gibt es etwa gerade nicht Dringenderes, als Schreine zu errichten? Nö, du, wenn die Effizienz steigern, dann sind die schon wichtig. Wiedergeburt des Glaubens. Sir, die Einwohner haben angefangen, das Gebetshaus zu besuchen. Es sind noch nicht viele, aber es könnte der Beginn von etwas Besonderem sein. Anscheinend haben sie wirklich einen geeigneten Ort für ihre Gebete gebaut. Das freut mich zu hören. Das klingt doch alles bisher sehr, sehr, sehr schön. Ach, Glaube ist doch was Feines. So. Bei den Schreinen, wenn ich die bauen will, ist es genauso wie bei den anderen Gebäuden, die gewisse Effekte in ihrem Einzugsgebiet machen. Wenn ich sie irgendwo hinstelle, sehen wir immer die Gebäude eingerahmt bzw. aufleuchtend, die vom Effekt betroffen werden. Hier die Kampfarena, das Dampfzentrum. Die selber leuchten ja nicht ohne Rahmen, sondern die zeigen eigentlich nur an, dass hier auch Gebäude mit Effekten stehen. Ich muss kurz gucken, wo ich das am besten baue. Oh, der hier ist top. Wenn ich den hier hinsetze, sehen wir hier unten die beiden Sanitätsstationen und alle 3 Werkstätte. Oben und die beiden unten. Das heißt, zack, der ist unheimlich genial gesetzt.
Und hier bauen wir zwei. Einmal hier, der geht auf beide Stahlminen, wobei die eine Stahlmine durch den Automaton bearbeitet wird und dadurch natürlich, glaube ich, nicht dem Einfluss des Schreins unterliegt. Aber die Sammelstellen und vor allem der Kohlegenerator, das ist top. Bauen wir dich hier hin und dich bauen wir dahin. Das heißt, die drei werden gebaut. Ich habe gleich das, was die Leute von mir wollen, erfüllt. Die Arbeitseffizienz steigt. Das ist unheimlich gut. Die Hoffnung muss ich auf jeden Fall noch höher kriegen. Das ist hier noch auf Cooldown, die Predigt. Die wird auch noch ein bisschen brauchen. Keine Ahnung, so 26, 27 Stunden vielleicht. Dann sollte das gehen. Am nächsten Morgen wird es wieder wärmer. Was sagt der Overdrive? 50%. Ja, das ist kein Problem. Ich habe auch genug Kohle. Ich muss nur noch diesen Morgen überstehen. Nee, nicht mal, ich muss ja nur noch eine Stunde überstehen. In anderthalb Stunden löst sich das auf mit den kalten Unterkünften. Das heißt, danach kann ich das wieder runternehmen. Die Hoffnung wird dadurch steigen, wenn ich das halte. Genial. Das ist gut. Für die Londoner habe ich, das ist übrigens das Schöne, noch 13 Tage Zeit, weil man ja 15 original hat. Das heißt, ich brauche mich da auch überhaupt gar nicht groß beeilen und 17 Londoner ist jetzt auch nicht dolle viel. Als hat er gerade ein Autosave gemacht, weil Mitternacht war. Schreine gebaut. Schreine wurden errichtet, die Einwohner fühlen sich ermutigt, öfter zu beten, die Hoffnung steigt. Um ein kleines bisschen. Das hier wird auch gleich kommen in 5 Game-Minuten. Versprechen gehalten. Du hast den Einwohnern Wärme versprochen und dein Versprechen gehalten. Die Hoffnung steigt. Zack. Jetzt kann ich hier wieder auf Dampfstufe 2 gehen. Sobald die erreicht ist, nehme ich den Overdrive raus. Und am nächsten Tag kann ich wieder auf Dampfstufe 1 runtergehen. Ohne Probleme. Oh, ich habe keine Leute mehr in Behandlung, nur einen Kranken. Das heißt, da sind wir auch fast schon komplett wieder am Ziel. Dampfstufe 2 erreicht. Overdrive raus. Okay. Verbrauch wieder gestiegen auf 1000, aber durch die Kohlegeneratoren und die gebauten Schreine hole ich hier natürlich wieder mehr raus. Ja, 5 Werkstätte, 170% Potenzial. Da sind aber die Schreine, glaube ich, noch nicht mit einberechnet. Ja, das werden wir dann noch sehen. Ich muss kurz schauen, der bringt 29 neue Leute mit. Habe ich überhaupt genug Platz für die Leute? Freie Betten 36. Ja, weil ich 22 Zelte habe. Gut, das heißt, diese 27 sollte ich da auf jeden Fall locker mit unterbringen können. Das scheint gut zu funktionieren. Die Siedler sind hier in der temporären Siedlung angekommen. Ach Quatsch, die Späher sind in der temporären Siedlung angekommen. Diese Siedlung scheint verlassen zu sein. Sie besteht aus mehreren Holzhütten, die jetzt völlig leer sind. Im Zentrum steht ein aufrechter Felsen. Na, erforschen wir mal. Denkmal des Unrechts. Im Zentrum der Siedlung steht ein aufgerichteter Felsbrocken. Jemand hat eine Botschaft in seine raue Oberfläche gemeißelt. Möge der Allmächtige dem Genie vergeben, das menschliche Leben im Namen des Fortschritts geopfert hat. Denn wir können es nicht, die Vertriebenen aus Tesla City. Wir werden das Denkmal nicht anfassen, wollen aber die Hütten abbauen, um an das Holz zu kommen. Zwei neue entdeckte Orte. Oh, schon wieder ein Dampfkern. Ah, das ist unheimlich gut. Ummauerte, das kann man jetzt hier nicht lesen. Kamera drehen. Ummauerte Kolonie oder Fischerdorf. Wir nehmen die ummauerte Kolonie, da ich nämlich aus meinen früheren Spielen auch weiß, dass es dort Leute gibt. Und die kann ich dann auch in meine Stadt holen und kann dann wieder mehr produzieren. Genau, Außenpostendepot erforsche ich gerade. Dazu werde ich dann noch kommen, sobald ich einen Ort freischalte, den man als Außenposten nehmen könnte. Habe ich aber, glaube ich, mit Winterheim schon. Genau, die sehen hier so aus. Jeder Ort, den ihr hier natürlich seht, hat unterschiedliche Symbole. Die mit Fragezeichen habt ihr ja schon mitbekommen. Die, wo ich noch hin kann. Die mit dem Kreis und dem Dreieck oben drauf. Die, wo ich schon gewesen bin. Und dann gibt es noch diese hier. Dort sehen wir unten zwei gekreuzte Hämmer, wenn ich mich nicht irre. Ja, könnte sein. Und darüber einen Baum. In dem Fall heißt das, ich könnte, wenn ich hier draufklicke, Außenpostenstandort Winterheim, einen Außenposten errichten. Und hier steht, was der kann. Hier kann ein Außenposten errichtet werden, der ungefähr 150 Holz alle einen Tag und 0 Stunden liefert. Ich könnte also, wenn ich ein Außenpostendepot habe, hier ein Außenposten-Team hinschicken, das einen dort aufbaut. Und dann wird ganz von alleine immer alle 24 Stunden 150 Holz zu meinem
zu meiner Stadt geschickt. Insgesamt gibt es hier, glaube ich, drei oder vier verschiedene Möglichkeiten. Und eine davon, auf die werde ich gehen, weil ich die schon kenne, kann mir täglich einen Dampfkern liefern. Das wird dann Tesla City sein. Kleiner Spoiler. Da werden wir aber noch hinkommen. Die Stadt ist aber schon erwähnt worden, deswegen ist das nicht ganz so ein Spoiler. Das hätte man sich nämlich dann auch schon eventuell denken können. Und da möchte ich dann eben hin, da ich mit den Dampfkernen unheimlich viel noch machen kann. Und oh, ich sehe gerade, wir haben schon wieder fünf in Behandlung und zwei weitere Kranke, die nicht behandelt werden. Also die Sanitätsstation wieder. Achso, auf aktiv setzen, da muss gearbeitet werden. So, was hast du? Hoffnung kehrt zurück. Zum ersten Mal konnten die Londoner niemanden davon überzeugen, unsere Stadt zu verlassen und nach London zu fliehen. Die Einwohner erholen sich allmählich von ihrem Schock wegen Winterheim und blicken wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. Da haben wir hier Tendenz komplett null. Kommt keiner dazu. Wenn ich es jetzt schaffe, noch die Hoffnung weiter zu steigern und die Unzufriedenheit im Rahmen zu halten, dann wird das noch nach und nach sinken. Und genau das ist mein Ziel. Ich gucke gerade, ich habe im Moment nur drei Jagdhütten. Ich hatte dieses Upgrade entwickelt und habe hier drei Jagdhütten. Das sind 60 Rohnahrung am Tag. Ja, die fliegenden Jäger wären schon top. Die werde ich auch entwickeln müssen. Aber wir können mal gucken, da wir es schon nach um 6 haben. Ah, cool. Ah, ich werde jedes Mal wieder unterbrochen von irgendwas anderem und muss immer hin und her switchen. Speer sind angekommen. Genau, das sind die mit 5 Dampfkernen. Okay, Kohle, Holz, Essensration, Kinder und Arbeiter. Jetzt bin ich mit meinem Holz wieder am Cap. Ich brauche immer noch kein neues Holz. Das ist cool. Euch schicke ich wieder zurück nach hier hinten, da wir hier noch eine Menge zum Erforschen haben. Ihr geht mal. Nö, ihr könnt ruhig hier hingehen. Einen Tag, eine Stunde. Und dann kann ich nämlich nach und nach die ganzen Orte noch erforschen. In Richtung meiner Stadt. Das ist am sinnvollsten, meiner Meinung nach. Es wird wieder ein bisschen wärmer, schön. Oh, ich spüre das gleich. Wie es hier ganz entspannt wird. Minus 30, dann kann ich hier wieder auf Dampfstufe 1 gehen. Overdrive habe ich ja schon aus. Und dann ist es hier erträglich. Das reicht völlig aus. Wie sieht es hier bei den Werkstätten aus? Die haben es auch erträglich. Das reicht. Das Wirtshaus heute Abend auch. Ja, wunderbar. Das reicht vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Hier machen wir die Heizung mal doch lieber an. Kühl ist mir dann doch zu kühl. Der Verbrauch und nur noch 538 pro Tag. Da werde ich dann jetzt wohl doch mal, nachdem ich die nächste Forschung reingeballert habe, nehme ich gleich mal Rohstoffdepot-Aufwertung, Rohstoffdepots bauen, da ich bei meiner Kohle jetzt auch schon fast am Cap angekommen bin. Das liegt nämlich bei 900. Können wir die Leute hier mal normal arbeiten lassen in den Sammelstellen und dem Kohlegenerator. Rohstoffe und das Rohstoffdepot. Da werde ich gleich mehrere von bauen. Ich muss kurz gucken, wie viele hier hinpassen. Na, hier passt nicht so viel hin. Okay, passt da was hin? Ja, eins, zwei, drei, vier. Und die Straße. Da werden ein paar Leute jetzt hier nicht direkt arbeiten, aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Das soll mich nicht stören. Aber ich finde insgesamt, wie würde man das bei Anno 1602 jetzt hören? Eure Stadt wächst und gedeiht. Ich sag mal, gut, in der Kälte bei minus 30 Grad ist von Gedeihen vielleicht nicht unbedingt sinnvoll zu sprechen. Aber den Leuten scheint es prinzipiell ganz gut zu gehen. Ich finde, ich mache auch dafür, dass ich nur Zelte baue und das auch bis zum Ende machen werde, eine ziemlich gute Sache bisher daraus. Gebetshaus. Na gut, okay, noch ungefähr 12 Stunden. Dann kann ich das wieder machen. Ah, ich habe gar keine Unzufriedenheit. Das ist cool. Absolut null. Hier unsere Werkstätte. Hier kommen die Leute, glaube ich, von der Jagd wieder. Wird sich nach der Jagd ausruhen, ja. Hier ist das Wirtshaus. Hier haben wir unser Kinderheim. Nicht in Kinderheim befindliche Kinder. 19. Wäre es vielleicht sinnvoll, noch mal ein Kinderheim zu bauen. Für den Fall, dass das später mal gebraucht wird. Und hier haben wir unsere Produktionsanlagen.
Kohlegenerator. Hier ist der Schrein übrigens. Unser Stahlwerk und die zweite Kohlegenerator. Stelle. Rohstoffdepotaufwertung. Das ist schon mal schön. Allerdings brauche ich erstmal Rohstoffdepots. Ihr seht hier oben links, meine Kohle ist permanent hier jetzt dabei, voll zu sein. Jetzt nehmen wir den Lochkartenrechner rein. Und die Leute sind jetzt an der Kolonie der Vertriebenen angekommen. Ah, okay. Zahlreiche Unterkünfte, meisterhaft aus gepressten Schneeblöcken gebaut, drängen sich um kalte, erloschene Feuerstellen. Eine tödliche Stille liegt über der Kolonie. Sterbende Vertriebene. Einige der Vertriebenen geben noch Lebenszeichen von sich. Wir könnten versuchen, sie zu unserer Stadt zu bringen, allerdings könnten sie unterwegs sterben. Einer der Sterbenden hielt ein Tagebuch an seine Brust gedrückt. Wir haben den letzten Eintrag gelesen. Wir wurden aus Tesla City vertrieben. Da Nahrungsmittel und Treibstoff knapp werden, haben wir die Stärksten von uns losgeschickt, um Hilfe zu suchen. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wir befürchten, dass das die armen Yankees sind, die wir begraben haben, also das Lager der Amerikaner. Eskortiert die Vertriebenen zur Stadt. Oh, den Vertriebenen, die Vorräte stehlen. Oh, oh, oh. Die Späher berauben die sterbenden Vertriebenen und überlassen sie dann ihrem Schicksal. Wow. Nein, das mache ich nicht. Eskortiert die Vertriebenen zur Stadt. Wir haben die sterbenden Vertriebenen aus ihren Schneehütten geholt und für die Reise in unserer Stadt vorbereitet. Einige erwachten aus ihrem todesähnlichen Schlummer und segneten ihre abwesenden Freunde dafür, dass sie Hilfe geholt hatten. Wir konnten ihnen nicht die Wahrheit sagen. Noch nicht. Ja, eben. Die Leute haben keine Hilfe geholt, sondern sind gestorben. Das werden die, glaube ich, auch nie erfahren. Ja? Oh, Stahl ist uns ausgegangen. Warum denn das? Ach so, weil ich Lochkartenrechner erforsche. Wie sieht's eigentlich hier hinten aus? Da ist der Automaton drin, der braucht keine Wärme. Die Rohstoffdepots werden gebaut. So, jetzt haben wir hier ein Rohstoffdepot fertig. Ich halte mal kurz die Zeit an. Wenn ich so ein Rohstoffdepot fertig habe, muss ich mich für einen Rohstoff entscheiden, der dort gelagert werden soll. Und der erhöht die jeweilige Lagerfähigkeit, ihr seht es hier ja selber, um die entsprechenden Werte. Diese Werte hier ergeben sich aber auch nur, da ich das Aufwertprogramm schon erforscht habe, was 50% mehr Lagerung verspricht. Im Normalfall hat man eigentlich eine Erhöhung um das Standard-Cap, was es vorher gibt, nämlich 900 und Kohle und alle anderen Rohstoffe jeweils oder Materialien um jeweils 300. Da ich bei der Kohle am Cap bin und bei der normalen Nahrung auch, werde ich vor allem die Kohle erstmal hier nehmen. Bei diesem hier vorne. Achso, da muss erst die Straße hin, bevor es funktioniert. Okay, die muss noch gebaut werden. Ich werde auf jeden Fall einmal auf Kohle gehen. Einmal auf Nahrungsmittel. Und bei den anderen muss ich mal noch schauen, wie ich es mache. Ne, das Kinderheim können wir später bauen. Ich gehe erstmal hier auf ein. Ein Hauch von Hoffnung. Die Leute haben damit angefangen, persönliche Amulette, Perlen und handschriftliche Gebete als Weihegaben bei den Schreinen zu lassen. Es scheint ihnen dabei zu helfen, in den schwierigen Zeiten eine positive Stimmung zu bewahren. Ich habe mal schwer in den schwierigen ersetzt. Der Kontext bleibt der gleiche. Ich freue mich, das zu hören. Und Gesetzesbuch ist wieder frei. Zweck gehen wir hier nämlich gleich weiter. Hier habe ich jetzt zwei neue Möglichkeiten. Abendgebete haben wir ja vorhin schon durchgekaut. Feldküchen. Jede Feldküche wird Einwohner, die in der Nähe arbeiten, mit heißen Mahlzeiten versorgen, um sie warm zu halten. 36 Stunden Cooldown. Erhöht die Temperatur von Arbeitsplätzen in der Nähe um eine Stufe. Werde ich aber nicht machen wollen. Weil ich das in einem früheren Spiel auch schon mal probiert habe und das mir nicht unbedingt was weiterbringt. Ich kann auch entsprechend eine Heizung nehmen oder ein Dampfzentrum. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Haus der Heilung. Das ist das, was wir vorhin beim Gebetshaus hier hatten. Da stand, du musst zwei Häuser der Heilung bauen, was ein Übersetzungsfehler sein wird. Die könnte ich jetzt hier nehmen. Die Gläubigen, die im Haus der Heilung arbeiten, heilen nicht nur die Kranken, sondern beten auch für sie und geben ihnen Hoffnung. Okay, jetzt fängt es schon wieder an, ein bisschen übertrieben zu werden, in meinen Augen. Haus der Heilung kann gebaut werden. Das Haus der Heilung erfordert keine Ingenieure. Es versorgt die Schwerkranken und verleiht allen Patienten einen kleinen Hoffnungsbonus. Ich kann also auch Arbeiter da reinstecken im Vergleich zur Sanitätsstation, wo ich Ingenieure reinstecken muss. Allerdings, du musst ein Haus der Heilung bauen. Das kostet 50 Holz. Und im Haus der Heilung werden Einwohner langsamer als im Krankenhaus geheilt. Krankenhaus habe ich noch nicht erforscht. Mache ich vielleicht auch. Gucken wir mal. Ein Hospital, das von Gläubigen geführt wird. Kranke und Schwerkranke werden hier langsamer als im Krankenhaus behandelt. Dafür werden keine Ingenieure benötigt. Steigert die Hoffnung der Patienten geringfügig. Na, das ist schon wieder so eine Sache, wo ich nicht ganz so viel von halte.
weil ich nicht der Meinung bin, dass man mit Glauben die Leute wirklich heilen kann. Vielleicht irgendwo auf psychischer, emotionaler Ebene, aber nicht zwingend von körperlichen Sachen, vor allem nicht, wenn man bedenkt, in was für einer Situation wir hier sind. Dementsprechend werden wir jetzt die Abendgebete nehmen, die habe ich ja vorhin schon vorgetragen, und unterzeichnen. Ein Gebet, das von Herzen kommt, kann den Verirrten Hoffnung spenden. Die Schrift wird uns Weisheit und Frieden bringen. Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Man wird immer überzeugter von dem Ganzen. Und das wird die Leute auf den richtigen Weg auf jeden Fall bringen. So, das könnte ich hier jetzt machen, da ich genug Nahrung habe. Zack, Hoffnung steigt, einige Londoner mögen den rechten Weg finden. Wir beten gemeinsam und lesen die Schrift, um uns neue Hoffnung zu schenken. Hoffnung steigt. Ey, absolut null Unzufriedenheit. Das sieht richtig gut aus. Ich muss die Hoffnung nur noch weiter nach oben pushen. Ich werde auch, sobald der Cooldown bei der Predigt durch ist, die sofort wieder anwenden. Um hier voranzukommen. Und die Straße hier wird einfach nicht fertig. Dann nehmen wir hier mal Kohle. Zack, jetzt habt ihr oben links gesehen. Dieses Rohstoffdepot steht an der Straße. Es funktioniert also. Ich habe auf die Kohle geklickt und gleich ist unten links der Balken von komplett voll und rot auf klein gegangen und jetzt ist er noch mal kleiner geworden. Das heißt, die Straße zu diesem Rohstoffdepot wird auch funktionieren. Allerdings mag ich es nicht, wenn das zu sehr durcheinander ist. Deswegen werde ich ein bisschen Struktur reinbringen. Ich werde das hier, dieses zweite, auch auf Kohle setzen. Das ändern auf Essensration, damit die nicht mehr voll sind. Und beim dritten werde ich wahrscheinlich auf das Holz gehen. Da ich ja wieder mehr Arbeiter habe, stimmt, kann ich auch wieder die Sägewerke besetzen. Der Lochkartenrechner ist fertig. Oh, das ist top. Damit habe ich jetzt nämlich die nächste Ebene. Bei der Heizung könnte ich jetzt sehen, weil selber Heizkörper, Effizienz, Generatorreichweite, Generatorleistung. Das hebe ich mir mal noch auf, da ich im Moment keine Kohleprobleme habe und kälter wird es erst in 3 Tagen. Bei den beiden kann ich nichts weitermachen. Eingliederung von Automatonen, das ist ganz wichtig. Verbessert die Eingliederung von Automatonen an den Arbeitsplätzen, was ihre Effizienz erhöht. Das ist richtig cool. Rationalisierte Automatone, das ist, wenn ich in der Fabrik dann neue Automatone bauen möchte. Sie kosten weniger Holz und weniger Stahl. Oder rationalisierte Prothesen. Das ist, wenn ich Prothesen herstelle, die ich im Moment noch nicht brauche, dass die eben weniger Stahl kosten. Wir gucken mal, was wir jetzt hier mit reinnehmen können. Die fliegenden Jäger hatte ich erwähnt. Das überlege ich gerade. Machen wir das sofort? Nein, wir nehmen erstmal hier Eingliederung von Automatonen. Im Moment hat mein Automaton, kann ich den auch auswählen? Arbeiter, Automaton, auswählen. Genau, hat er 60%. Wenn er auf 70 geht, wird er natürlich mehr machen. Ich guck mal, der macht 2,4 pro Stunde. Da das 60% entspricht, sind 4 pro Stunde 100% und bei 70 steht er also bei 2,8. Das heißt, wir holen da also ein klein wenig mehr raus. Und dieses Depot setzen wir mal auf... Oh, hier oben steht bei der Essensration immer noch voll. Das stimmt nicht. Dich lassen wir mal noch frei. Ich werde hier noch mehr Rohstoffdepots demnächst bauen müssen, da ich aufgrund der recht guten wirtschaftlichen Gegebenheiten, die ich hier schon erzeugt habe, Verzeihung, bald wieder an die nächsten Caps rankommen werde. Oh, das Kinderheim wollte ich eigentlich bauen, das können wir jetzt machen. Und wir können schon mal schauen, oder ich werde jetzt schauen, es kommen, wie viele Leute bringen wir mit? 19, 55, 62. 62 neue Leute werden demnächst hier ankommen. Und ich habe nur noch 7 freie Betten. Das heißt, 62 minus die 7 freien Betten. Warte mal, waren es jetzt 7? Ja. Macht noch 55. Also brauche ich definitiv 6 neue Zelte. Und die bauen wir auf der Höhe. 1, 2, 3, 4. Ah, hier will ich mal noch eine Kampfarena demnächst hinbauen. 4, 5, 6, 7, 8. Das sollte ausreichen, da die Leute jetzt gerade nicht arbeiten. Straße muss ja auch noch ran. Dann bauen wir einmal eine hier. Und die ziehen wir mal so durch. Ich glaube, ich hatte es in einer alten Folge schon mal erwähnt. Ich werde später die ganzen Straßen wahrscheinlich noch komplettieren. Weil das für mich selber einfach auch wichtig ist, da ich das nicht mag, wenn das alles so unvollständig ist. Ich bin da so ein perfektionistischer Typ.
Das gefällt mir auch nicht, wenn ich das sehe, dass ich hier eine Straße bauen will. Und ich habe hier ganz, ganz viele Stellen zwischen. Ich stelle mir das auch so vor, wie das eben in echt wäre. Wenn man jetzt in diesem Haus hier wohnt. Ja, in diesem Zelt. Na? Und ich will von A nach B kommen. Dann muss ich hier aus diesem Zelt raus, muss diesen Weg nach hier hinten gehen und da dann durch, um dann irgendwie durchzukommen, anstatt einfach den geraden Weg zum Generator zu nehmen. Ja, klar, könnte man auch machen. Aber wozu, wenn es eine Straße gibt? Ja, Predigt wieder vom Cooldown weg, gleich wieder eingeführt. So, da haben wir es wieder Mitternacht, Autosave durchgeführt. Das Depot, wie gesagt, lassen wir noch. Und euch habe ich, glaube ich, alle von 8 bis 18 Uhr laufen lassen, ne? Ich habe 6 Überstunden, steht hier. Ne, 7. Wo habe ich denn Überstunden? In den Werkstätten auf jeden Fall. Ja. Und im Sägewerk. Ne, die können wir wieder rausnehmen. Aber ne, das war nur ein Sägewerk. Das ist nicht auf Überstunde. Dann habe ich immer noch 6 Überstunden. Ich habe aber nur 5 Werkstätte. Welche Arbeitsstätte habe ich denn jetzt noch Überstunden? Sammelstelle. Sammelstelle. Kohlegenerator. Sägewerk. Kohlegenerator. Ich werde mal aufhören, das permanent zu kommentieren. Ah, Stahlwerk. Zack, raus damit. Brauchen wir nicht. Ich bin mal gespannt, ob am nächsten Tag Londoner wieder verschwinden oder ob die Tendenz gleich bleibt. Der braucht noch 5 Stunden, der braucht auch noch 5. Ach, die sind beide fast gleichzeitig, da sehe ich. Der bringt auch wieder unheimlich viel Holz. Ja gut, dann werden wir das Rohstoffdepot mal auf Holz setzen zur Sicherheit. Vorratslager kann ich dann übrigens auch immer sehen, wie dann jetzt mein neues Cap aussieht. Bei der Kohle haben wir 3,6, beim Holz 750. Beim Rest seht ihr selber, da brauche ich nicht weiter erklären. Ihr habt ja gesunde Augen im Kopf, gehe ich zumindest mal von aus. Wie sieht eigentlich mein Kohleverbrauch aus? 514. Ich sehe hier nämlich wieder Schnee auf den Hütten. Da können wir natürlich wieder mal ein neues Dampfzentrum bauen. Muss mal kurz gucken, wo. Die hier sind im Dings, nur die 5 neuen hier. Ne, das sind 6 gewesen, nicht 5. Also, zack, da das Dampfzentrum hin. Das läuft doch, dufte. Ich finde das auch schön jetzt nachts, wie hier überall die ganzen kleinen Feuer und Lichter brennen. Man das sehen kann und eben auch, wie man sehen kann, wie die ganzen Leute sich hier bewegen. Das hat schon was. Okay, gut, wir haben es 5 Uhr morgens, nicht mehr nachts, aber es ist immer noch dunkel. Die Leute sind alle in Behandlung. Ich baue zur Sicherheit schon mal eine neue Sanitätsstation, wenn ich genug Holz hätte. Einfach bloß, um noch eine dritte zu haben für den Fall der Fälle. Die Zelte sind alle fertig, das heißt, ich bin gewappnet, wenn die neuen Leute kommen. 87 freie Betten. Bei nur, ich muss noch mal gucken, ich glaube 36, 55, 62 neue Leute, zack, das passt alles ganz easy. Ich finde es auch immer wieder schön beim Dampfzentrum, wie einfach der Schnee verschwindet. Und auch auf den Hütten oder Zelten selber verschwindet der Schnee. Ebenso. Ah, das ist schön. Eingliederung von Automatonen. Ja, ne, die Nacht kam gar keine Meldung zu den Londonern, das heißt, da ist überhaupt gar nichts passiert. Okay, jetzt kommt der erste Spähtrupp hier gleich an. Hier vorne, den schicken wir weiter zum gefrorenen Hain. Und sobald der zweite Spähtrupp ankommt, werden wir den noch kurz bearbeiten. Und dann auch für diese Folge wieder Schluss machen. Speer ist zurückgekehrt. Mit den ganzen Leuten, die wir schon vorher durchgekaut haben. Holz, 2 Dampfkerne und Stahl. Okay. So. Hier bei dem Sägewerk ist einer in Behandlung. Den nehmen wir mal raus, entlassen allgemein und zack, ein neuer mit dazu. Und der geht gerade essen. Ich würde gerne gucken, die Effizienz doch. Wenn ich Alt drücke, kann man hier die Effizienz sehen. Genau, und da könnt ihr hier. Ne, das ist zu nah dran. Aber da kann man hier genau sehen,
wie es läuft. Ihr seht hier überall 120% und hier 60%. Das kommt durch den Automaton, da der ja nur 60% hat. Und die 120% durch die ganzen Arbeiter plus den Schrein. Hier haben wir 0 von 15, weil der Kohlehaufen selber nicht abgebaut wird, da ich das nur über die Sammelstellen mache. Und das Sägewerk hier hat 108, weil einer im Moment Essen ist. Und eine Arbeitskraft liefert 12%, dadurch kommen wir hier auf die 108. Und hier überall genau das Gleiche. Hier im Speisehaus fehlt einer krank. Entlassen und einen neuen reinsetzen. Und der geht halt gerade essen. Der holt sich das. Die Forschung warten wir mal noch eben ab. Eingliederung von Automatonen erforscht. Und rationalisierte Automatone nehme ich mal noch mit rein. Und den Spätrupp hier, den schicken wir mal weiter zur temporären Siedlung, um danach zum Fischerdorf zu kommen. So, aber dazu werden wir in der nächsten Folge dann weitermachen. Ich hoffe, euch hat das hier wieder mal gefallen. Ihr seht, in unserem Glauben und in der Richtung, wie wir leben wollen, geht es immer weiter und weiter. Es wird immer intensiver und die Leute fühlen sich unheimlich wohl und wollen einfach viel mehr arbeiten. Und die Hoffnung kehrt zurück. Ich werde schauen, dass ich die Londoner noch reduzieren kann. Und, oh, ich sehe gerade 59 Arbeitslose. Das heißt, da kann ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber lieber den Luxus zu haben, anstatt Arbeitsplätze nicht zur Verfügung zu haben, beziehungsweise keine Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben, denn dann wird es einfach mal unheimlich schwierig. In diesem Sinne wieder Amen und möge der Herr mit euch sein. Bis zur nächsten Folge.